Ja, wenn ich an diese Abschiebungen denke, wenn ich an Menschen auf der Flucht denke, besonders in den Lagern, die unter Bedingungen leben, die wir uns nicht vorstellen können, unter Bedingungen, die einfach nur abschrecken sollen, die unter jeder Würde des Menschen sind, dann fällt mir einer meiner Lieblingspsalmen ein, das ist der Psalm 8, und das ist einfach reine Poesie. Der Beter fragt Gott, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst und seiner dich annimmst? Du hast ihn nur wenig geringer gemacht als Gott, du hast ihn mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Ich finde, es ist einer der schönsten Sätze, der zum Ausdruck bringt, wie groß die Würde jedes einzelnen Menschen ist. Und da gibt es keine Bedingung und keine Staatsangehörigkeit und kein Alter und nichts. Jeder Mensch besitzt diese Würde und wir dürfen sie nicht mit Füßen treten. Nicht nur wir Österreicher haben das Recht auf ein gutes Leben. Mein Name ist Schwester Noburga Maringele. Ich bin Tertiärschwester des Heiligen Franziskus und wir sind hier in unserem Provinzhaus in Hall. Courage, Mut zur Menschlichkeit.